FFH. Bodo Bach ruft an. Genau Sie wollte ich sprechen. Guten Abend. Ja, schönen guten Tag. Bach ist mein Name. Bodo Bach. Gut, dass ich dran bin. Ich hätte nämlich gerne ein Problem. Wir haben bei Ihnen die letzte Woche einen Fisch gekauft, ja? Ja. Und der ist nicht in Ordnung, sagen Sie mal. Ja, was für Fisch ist da gewesen? Das war Forell oder so. Also mein Bub, der Rüdiger, der hat die aus ihrer Theke ausgesucht und jetzt sitzt der Junge auf seinem Zimmer und heult. So schlecht geht's dem. Ja, vergangene Woche, sagen Sie. Ja, die letzte Woche am Donnerstag haben wir den gekauft. Ja, die letzte Woche. Und jetzt tun Sie die erst essen. Ne, gegessen haben wir nicht. Wir hatten ihn gleich ins Wasser, aber der hat sich überhaupt nicht mehr bewegt. Moment mal. Sie haben bei mir ein Forelle gekauft. Ja, so ist es. Und die habe ich aus dem Becken geholt. Nee, die lag in der Theke, lag die. Ja, das ist gut. Und wann haben Sie die gegessen? Heute? Ich sag ja, wir haben nicht gegessen. Der ist jetzt noch im Bassin, aber der schwimmt nur oben. Das gibt's doch nicht. Das sind doch tote Fische, wenn ich ihn aus der Theke hole. Das sind abgeschlagene Forelle. Das haben Sie aber nicht gesagt, da steht überall frischer Fisch und jetzt sagen Sie, die sind tot. Ja, die Fisch ist tot. Frischer Fisch ist ein toter Fisch, aber frisch ist das trotzdem. Ja, aber hören Sie mal, frisch ist doch nicht tot, das ist doch das Natürlich. Gegenteil. Das ist doch nicht richtig. Wir haben vielleicht auch falsch gefüttert, wissen wir, aber Appel... Moment mal, Sie haben von mir doch nicht einen lebenden Fisch mitbekommen. Oh, der sah in der Theke sah er wirklich nicht mehr so gut aus, aber dass er ganz hin ist... Der Rüdiger ist immer am Aquarium, hat er immer gemacht, buh, dass er mal erschreckt, aber null Reaktion, der Fisch macht gar nichts. Nee, die macht sowieso nichts mehr, sie sind doch tot. Ich dachte ja, dass man, wenn man gleich ins Wasser lege, dass er dann nochmal kommt. Um Gottes Willen, das geht doch gar nicht. Was mache ich dann jetzt mit meinem Rüdiger, der sitzt da oben in seinem Zimmer und weint, wie sage ich dem denn jetzt, dass der Fisch hinüber ist, was mache ich dann? Ja, das weiß ich auch nicht. Der Junge wird bald 38, das ist ein empfindlich Seelchen, verstehen Sie? 38? Ja, was sage ich dem dann jetzt? Ja, das weiß ich auch nicht. Gut, ich gehe jetzt hoch in sein Zimmer, ich bring's ihm schonend bei. Ja. Gell, vielleicht, dass er sie nochmal anschubst oder so und dann nehmen wir sie raus. Essen können wir sie nicht mehr, gell? Um Gottes Willen, das ganze Aquarium können sie erstmal leer machen und alles. Das stinkt wie die Pest. Ja gut, dann mache ich das so. Vielen Dank für die Mühe, die ich gemacht habe. Bitte schön. Wiederhören.